bin der Peter Richner, komme aus Basel und bin vermutlich der Methusalem hier in der ganzen Gesellschaft mit 77 Jahren. Ich bin der Martin, das ist jetzt mein sechstes Jahr beim Charivari. Mache immer noch gerne mit und so einen wie der hier können wir schon brauchen. Ich bin der Tim, ich bin 29 und jetzt das erste Mal dabei beim Charivari. Freue mich sehr fest. Das ist Tati. Wir spielen schon seit 6 Jahren miteinander. Gell? Oh ja, schon so lange. Hey, 6 Jahre. Das ist Stefanie Schluchter. Olivia, ich bin neu dabei im Schauspielensemble und freue mich fest drauf. Ich bin Struppi, wie jedes Jahr, die gute Fee unten, im Keller unten und ab und zu einer Statistin. Vorbereitungen fürs 2020? Laufen gut. Laufen super. Ist wieder eine Aussage, gut. Was ist gut? Ja, gut. Gut ist Cremeschnitten. Oder? Ja, lässig ist es. Nein, es ist ganz toll, es bringt sehr viel Freude. Oder wir lachen viel, wir können viel gegeln. Die Vorbereitungen sind genau gleich wie das letzte Jahr. Wir arbeiten tapfer an der Rolle. Ich erlebe es als sehr glatte Zeit, die Probezeit, und ich komme immer sehr gerne dahin. Ich muss sagen, Proben sind anders, das ist ja normal, es ist etwas Neues da, aber es läuft sehr gut und jedes macht es auf seine Art. Wir sind sehr zufrieden. Es macht mega Spass, es ist extrem ein familiäres Umfeld, man versteht sich irgendwie auch sehr gut mit allen im Ensemble. Vom Gefühl her hat sich nicht gross irgendetwas verändert, es ist, auch wenn es neue Leute dabei hat, du und Olivia, es ist immer noch sehr familiär, es ist sehr freundschaftlich, es ist sehr professionell und mit dem Lucien als Regisseur haben wir halt jemanden gekriegt, der das Charivari kennt, der den Einblick hat und von dem her ist er für uns auch kein Fremder gewesen. Eine besondere Herausforderung, ja, ist eigentlich nur der Epilog. Warum? Weil er ein Durcheinander ist. Und da habe ich immer Mühe. Mit Durcheinander habe ich Mühe. Für mich ist es, mich selber zu spielen, finde ich schwierig, weil ich einen Text habe. Normalerweise schwätze ich einfach. Eine Herausforderung für mich ist, wenn eine Rolle einen anderen Dialekt hat. Und was auch eine besondere Herausforderung ist, und zwar spiele ich einen Mann. Stellt euch das mal vor, in einem Rahmenstück spiele ich einen Mann. Mit einem Schnauz. Mit einem richtigen Schnauz. Wenn wir uns erst mal so sehen, dann lachen wir wieder. Genau. Ja, genau. Mein Lieblingssatz auf der Bühne ist, wie die Frau Prof. Dr. Olga Czeslarova von der Uni Prag schon herausgefunden hat, ist das Basler Trummeln nämlich viel älter, als man denkt. Und jetzt kommt die ganze Erklärung, warum. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Mein Lieblingssatz auf der Bühne ist endlich Charivari-Zeit. Lieblingssatz auf der Bühne, also mein ist ganz klar, Salamander miteinander. Selber mit Y, du Schmierlump. Ja, wer kommt denn da noch? Yeah. Mein Lieblingssatz auf der Bühne ist... Du freche Sich, ein rechter Batze. Das Handgeld, das ich hier für eure Arbeit bekomme, das ist ja lächerlich. Das ist so mein Lieblingssatz. Politisch, witzig, tiefgründig, kritisch, intelligent, provokativ. Das sind für mich so die Schlagwörter, die mir in den Sinn kommen. Weil es hat wirklich Sachen darunter, wo du teilweise fragst, oh, okay, das ist jetzt ein bisschen heftig. Und dann hat es wieder Sachen, da kannst du einfach nicht nur lachen. Also für mich hat es das ja eine saugute Mischung. Ich finde immer schwierig, Rahmenstücke zu beschreiben, wenn man selber mitwirkt. Weil ich als Publikum eher kann entscheiden, wie es auf mich wirkt. Lasst euch überraschen und kommt dann Charivari. Wir müssen einfach kommen. Es hat noch ein paar Billets.